Hallo zusammen, liebe Freunde von Espresso TV. Wie ihr seht, das ist das richtige Werkzeug, um, ja, das fragt sich, um natürlich so ein Feintuning an der Maschine zu machen. Nee, Quatsch, also das war jetzt gerade ein kleiner Gag, das ist mir jetzt hier entgegengefallen. Das legen wir einfach mal weg. Was wir brauchen, das ist einfach nur die richtige Maschine, so für kleines Budget. Mit Faema-Brühgruppe ist hier die Rocket Cellini V3 und zwar mit PID. Die heißt, glaube ich, Cellini Plus V3, dieses PID. Fragt sich jeder mal, was soll das PID? Das ist ganz einfach, proportional, integral, Differentialregler. Das sagt natürlich kein Mensch was. Das kommt aus der Mess- und Rätseltechnik und ist nichts anderes wie digitale Temperatursteuerung. Also die Maschine hat keinen Pressesdaten und hier kann man dann einfach, wenn man PRG geht, kann man dann einfach hier die Temperatur entsprechend verändern. Hier kann man jetzt hochfahren. Das ist dann die Kesseltemperatur. Hier ist die Dampftemperatur angezeigt. Und das passt alles soweit. Wir lassen das jetzt auf 124 Grad. Das ist hier in etwa 1,4 Bar. So zwischen 1,2 und 1,4 Bar kann man gehen. Das ist aus meiner Sicht der interessante Temperaturbereich, weil Druck ist im Prinzip auch Temperatur, weil diese 1,4 Bar, 1,3 Bar entsprechen zu 93, 94 Grad und zwar in der Brühgruppe. Jo, das haben wir soweit. Wichtig ist, dass jetzt hier diese Siebträger einigermaßen trocken sind, also wenn die jetzt nass sind, einfach nochmal kurz auswischen. Weil Kaffee ist ja hygroskopisch, zieht Feuchtigkeit an und wenn dann das Pulver innen drin schon nass wird, fängt es schon an zu arbeiten und es ist dann einfach Thema verfehlt. Also Siebträger trocken, Siebträger heiß, Maschine heiß, passt alles. Bevor man aufschäumt, hier einfach nochmal Kondenswasser ablassen, passt wunderbar. Dann sieht man, wie natürlich der Druck runtergeht und die Maschine braucht jetzt ein kleines bisschen, um hochzufahren, aber das macht gar nichts, weil wir gehen jetzt mal ans Espresso machen. So, das ist jetzt mal kurz Soundcheck. So klingt die Mazza. Mazza Mini Elektronik und so klingt die Quama Q50E. Wie gesagt, Menge muss ich wieder so definieren, dass hier der Siebträger voll ist. Ich habe jetzt hier die gleichen Bohnen drin, also das müssen wir jetzt keine Doktorarbeit machen. Ihr wisst ja ungefähr, wie das geht. Jetzt muss ich mich mal kurz rumdrehen, weil mir fehlt noch ein Temper, aber kein Problem. Aha. Denkt ihr, der passt nämlich nicht, da schnappe ich mir einfach den hier und noch den Holztemper, okay. So, also wie ihr seht, improvisieren ist immer die halbe Sache. Einfach locker bleiben, hier anpressen, nochmal dran klopfen, damit die Ränder, die sich an der Seite bilden, auch wieder in den Filterkuchen reinfallen. Nochmal andrücken und dann sollte das soweit passen. Wichtig ist, dass dann zum Aufschäumen noch ein bisschen Platz ist. Also räume ich das wieder weg. So, jetzt spanne ich hier ein, ziehe meinen Hebel, stelle die Tasse drunter, schaue, ob was rauskommt, es kommt was raus, schaut sogar aus wie Kaffee, also ich würde es jetzt lassen, ist ein guter Espresso und jetzt fange ich halt an aufzuschäumen. Mein linker Finger ist hier wie das Thermometer. So, die Menge hier reicht am Cappuccino, für ein Cappuccino ein Espresso und wenn es heiß wird, einfach aufhören mit dem Aufschäumen. Am Sound hört man deutlich, es ist eine Vibrationspumpe, weil Vibrationspumpe halt ein bisschen lauter ist. Jetzt, um einen gescheiten Milchschaum zu machen, der sollte relativ feinbohrig sein, also keine Schaumberge machen, sondern eher ein bisschen weniger Schaum und dann nimmt man das hier so her
und gießt es mit etwas Schwung ein, also jetzt nicht so zögerlich, einfach ganz locker bleiben. So, und dann schwuppdiwupp kriegt man irgendwas hin oder auch nicht. Wichtig ist, dass einfach die, das Braune von der Crema nach oben kommt. Das ist das Zeichen, dass sich das Ganze vermischt und daran sieht man dann an dem Muster jetzt, ob eins kommt oder nicht, ist auch egal. Das ist dann eher Show-Effekt, dass einfach der Geschmack dann optimal ist, dass gewisse Cremigkeit da ist und das kann man dann probieren. Passt wunderbar. Also das ist einwandfrei. Und jetzt sollte man natürlich schauen, wenn ich hier dann das Ganze rausnehme, dass ich hier einfach nochmal ein Backflushing mache. Warum soll ich das machen? Ganz einfach, damit einfach der letzte, das letzte Kaffeemehl sich löst, weil das hier will natürlich keiner mittrinken beim nächsten Mal. Also mache ich dieses Backflushing aus genau diesem Grunde, um einfach wieder einen sauberen Espresso zu bekommen, der dann nicht bitter ist. Okay. C'est ça, fini, à bientôt, à la prochaine. Okay, macht's gut, ciao. Okay, wir kommen jetzt nochmal zur PID-Programmierung. Und zwar sehen wir hier dieses PID, den Proportional-Integral-Differential-Regler, der die Temperatur steuert und damit auch den Druck. Wenn ich hier links gehe, ist PRG. Und hier kann man jetzt eben die Temperatur verstellen. Und wenn ich jetzt hier weitergehe, bin ich jetzt plötzlich von 124 oder 125 auf 116 gesprungen. Wenn das passiert, bitte wieder das Ganze hochstellen. Also meine Optimaltemperatur, würde ich sagen, ist 124 Grad. Wenn er rechts blinkt, heißt er, er hat die Temperatur gespeichert. Also wiederholen wir das Ganze nochmal, das ist praktisch die Kesseltemperatur, PRG, drücken, dann hier geht es runter und hier geht es hoch und bei 124 springt er wieder zurück auf 116. Also 124 ist das höchstmögliche und 116 das niedrigste. Okay, das wollte ich einfach nur nochmal zeigen. Meine Lieblingstemperatur zum Aufschäumen ist 122 bis 124. Okay, c'est ça, c'est tout. Das war jetzt die Ergänzung.